Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Homehive-Tutorial-Video in der Playlist, wo wir dieses Bienenvolk schon das ganze Jahr betrachtet haben. Nun, heute ist der 4. September und das sind jetzt genau 13 Tage, nachdem ich das letzte Mal meine Fangwaben rausgenommen habe. Eigentlich ist morgen der richtige Rhythmus, also sprich, nach der Brutentnahme, nach der zweiten, bin ich wieder in meinem 14-tägigen normalen Rhythmus. So lange, bis die Völker stabil sind, also sprich varroafrei, genügend Winterfutter haben und ich dann ganz allmählich wieder in den 3-Wochen-Rhythmus schlittern kann. Und normalerweise morgen wäre Tag 14. Ich habe jetzt heute allerdings den Tag 13 genommen, weil ich morgen berufliche Termine habe. Das heißt, ist nicht schlimm, wenn man jetzt einen Tag vorzieht oder einen Tag zurückzieht. Das kann man auch mit 2 Tagen machen. Also diese Parameter der regenerativen Bienenhaltung, wie man in die Völker reinschaut, da habe ich euch immer bei egal welchem Rhythmus 2 Tage plus und 2 Tage minus mit einkalkuliert. Heißt, wenn man halt jetzt im 14-Tages-Rhythmus mal an Tag 14 nicht kann, kann man auch immer noch auf Tag 13, 12 oder auf 15, 16 gehen, ohne dass da drin im Bienenvolk irgendwas Notwendiges verpasst werden würde. Ihr seht schon, Smoker ist an. Ich kann mich erinnern, dass wir das letzte Mal hier die Brutentnahme nicht so ganz erfolgreich gemacht haben. Wir haben zwar Brut rausgenommen, allerdings war noch eine Wabe übrig mit offener Brut und die habe ich ja als Fangwabe gekennzeichnet. Das ist die, wo ich heute raushol und da dürfte dann auch wirklich die restliche Varroa dann komplett drauf sitzen. Und das Ergebnis, schauen wir jetzt mal, wie das aussieht. Hier nicht wundern, ich weiß, da ist wieder ein zweiter Honigraum drauf gekommen. Das lag jetzt nicht dadurch, dass die Bienen da massiv nochmal sammeln, sondern einfach, weil dieses Bienenvolk meine Waschmaschine ist. Das heißt, wenn ich hier im Honigraum meine ganzen anderen Kundenvölker, eigene Völker abschleudern, dann muss ich ja irgendwie die Waben lagern. Und zum Wabenlagern nehme ich eben ausgeschleuderte Honigwaben, die kleben noch mit Honig, gebe sie diesem Volk als Waschmaschine zum Ausschlecken und 2 Tage später kann ich sie hier in den Kratzraum bringen, da drin fürs nächste Jahr fertig kratzen, schön sauber machen. Was kaputt ist, geht in den Dampfverschmelzer rein, was noch schön und ganz ist, wird eingelagert und geht dann nachher da oben ins Lager rein. So, von daher nicht desorientieren lassen, normalerweise wäre es ein Raum und weil es die Waschmaschine ist, musste ich jetzt halt einen zweiten nochmal draufsetzen. Dieses Bienenvolk ist nach wie vor eine wahre Freude anzuschauen. Die Genetik ist hier einfach bombastisch. Und es ist wirklich schwer. Ach Gott. Hier wird es auf jeden Fall noch mal eine dritte Honigernte geben dieses Jahr. Ihr könnt in dieser Playlist auch jederzeit vorwärts, rückwärts spulen, um zum Beispiel Verständnis zu bekommen, was ich genau vor 14 Tagen hier gemacht habe. Ist ja alles hier auf Band. Also sprich, in dieser Playlist haben wir wirklich den kompletten Jahresverlauf. Ich habe da zwischendrin auch nichts vergessen. Das heißt, die ganze Playlist zeigt hier den Umgang mit diesem einen Bienenvolk zu egal welcher Jahreszeit. Ich weiß, hin und wieder habe ich auch mal Videos gemacht, mit denen bin ich nicht so zufrieden von der Qualität, aber habe es dann trotzdem drin gelassen. Und ich hoffe natürlich jedes Mal, dass auch meine Qualität der Videos besser wird, von Video zu Video. Und ich kann euch sagen, es ist gar nicht so einfach für die Öffentlichkeit, Videos zu machen. Vielleicht gerade noch mal kurz zum Erklären, so der Review vom letzten Mal. Also ihr könnt euch erinnern, ich habe hier vor 7 Wochen habe ich hier die Königin von dem Brutnest rausgefischt, mein Abspeckgitter hier reingesteckt und 2 Waben gefunden. Das war eine verdeckelte Brutzelle von Bienen und eine offene Drohnenzelle, habe sie darüber gemacht. 3 Wochen später habe ich hier die 2 Fangwaben gezogen. Ich erinnere mich aber daran, dass da nicht wirklich besetzt war. Ich glaube, eine habe ich abgeschnitten und die andere war noch drin, habe sie drin gelassen und habe dann die Königin nach wie vor im Schacht gelassen und nochmal eine weitere Fangwabe rübergehängt vom auslaufenden Brutnest, war bei Tag 21 auch komplett leer. 14 Tage später haben wir die Fangwaben gezogen.
Das war jetzt genau vor 4 Wochen, haben wir die zweiten Fangwaben rausgezogen. Da war dann noch eine Fangwabe übrig, die ich nicht abschneiden konnte, weil sie offen war und nicht verdeckelt. Dann habe ich das Absperrgitter rausgenommen, das Brutnest wieder in die Mitte sortiert und die Königin hat jetzt hier frei weitergemacht und irgendwo hier im Brutnest haben wir eine Wabe drin. Das war die vom letzten Mal, wo noch in der Kammer saß und das ist diese hier. Das war unsere Fangwabe vom letzten Mal. So, schauen wir uns doch die mal genauer an. Die sieht echt übel aus. Ja, und hier ist halt nach wie vor wirklich noch, heieiei, ist das verrohrt, das Volk. Überall Volltreffer hier. Sieht man auch noch schön Milbenkot. Hier an der Seite rennen sogar noch die Babymilben lang. Ja, da ist wirklich so gut wie nichts gesund. Ich mache noch einen Schnitt, um es nochmal hier zu zeigen. Also die letzte Fangwabe. Varroa, 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 Varroa. Varroa, Varroa. Da unten kann man sie durchgucken. Hier auch, hier auch. Hier auch, hier auch. So, die Wabe wieder zurück. Also im Bautrieb bekommen die auf jeden Fall nochmal ein Plus. Das haben die richtig hübsch hier hinbekommen alles. Hier ist jetzt unser neues Gelege. Und dieses neue Gelege darf unter keinen Umständen abgeschnitten werden. Ihr seht, ihr habt auf der Wabe nur noch Altbienen drauf, weil die Jungbienen über die Zeit der Brutentnahme ja eigentlich komplett rausgegangen sind. Habe ich ja abgeschnitten. Hier haben wir wieder verdeckelte Brut. Jetzt macht auch Einsatz von Milchsäure keinen Sinn mehr. Bienenvolk ist auf jeden Fall noch richtig schön stark. Jetzt macht man natürlich auch noch diese Aufräumarbeiten hier links, rechts. Wenn man gerade die Zeit hat, dann macht man das natürlich. Dient auch der Wachsgewinnung. So, welcome, neue Bienengeneration. Das Brutnest sieht gut aus, muss man echt sagen. Sieht sehr gut aus. Hier auch. Ja, ich würde mal sagen, das sieht richtig hübsch aus. Die hat ja erst vor 14 Tagen angefangen, Eier zu legen, die Königin. Das ist auch nochmal so eine schöne Sache, wenn man die Brutentnahme macht und dann die Königin danach wieder frei ist, dann möchte das Bienenvolk natürlich kompensieren und dann setzen die euch nochmal richtig viel Jungbienen an, also in Brutwaben. Und wenn das dann wirklich gesund schlüpft, da habt ihr dann eure Tausenden von gesunden Winterbienen. Ich schaue übrigens jetzt auch ganz genau auf den Pelz der Biene, also ich sehe hier keine Varroamilbe mehr auf den Bienen drauf. Königin ist, wie man sieht, auch hier intakt. Und da, voilà. Auch man kann sehen, Schneeweiß, Wabe, das muss neu gebaut sein, das kann nicht von vorher sein. Das ist neu. Wunderbar. Ob ich jetzt noch weitere Behandlungen für dieses Bienenvolk brauche, das kann ich jetzt noch gar nicht absehen. In der Sekunde sehen sie aus, wie wenn meine doppelte Brutentnahme hier hundertprozentig erfolgreich geklappt hat. Und wie gesund sie jetzt tatsächlich sind, lässt sich dann erst über die Windeldiagnose
wieder sehen, wenn die neue Brut schlüpft. Also sprich, erst in einer Woche habe ich wieder ein richtiges Ergebnis mit der Gemühldiagnose. Ich benutze die Windel allerdings nicht zur Kontrolle, sondern ich gucke tatsächlich auf meine Bienenmasse und gehe mit der Pinzette in die Brutwaben rein, um Diagnosen zu stellen. Das ist eigentlich das, was jeder Imker kann, wenn man da viele, viele Jahre Berufserfahrung hat und auch auf die richtigen Merkmale guckt. Trotzdem möchte ich hier in dem Video natürlich festhalten, dass wenn man anfängt mit der Bienenhaltung oder auch Hobby-Imker ist und eben jetzt nicht so wie bei mir im Beruf, das eine tägliche Arbeit ist, wo man viel, viel Erfahrung hat, dann verlasst euch bitte ausschließlich auf eure Windel. Also sprich auf die toten Varroamilben, die pro Tag auf die Windel runterplumpsen. Weil das ist wirklich, ja, ziemlich sichergestellt, dass wenn ihr da dann über der Grenze drüber seid, dass ihr dann definitiv noch behandeln müsst. Beziehungsweise überhaupt erst im Bienenvolk das auch sehen könnt, wie es da verheerend gerade mit Varroamilben aussieht. So, jetzt in meinem Fall gibt es hier aber wirklich nichts mehr zu meckern. Alles super gut, hat gut geklappt. Ich freue mich hier drauf, wie sich jetzt die Brut entwickelt. Und in 14 Tagen sehen wir uns hier wieder. Und dann wollen wir doch nochmal sehen, was da an Varroa rauskam noch. Und wie die Jungbienen aussehen. Die bekommen jetzt auch gleich die nächsten Honigräume zum Ausschlecken. Da habe ich noch einen ganzen Turm im Schleuderraum. Ja gut, kann ich es eigentlich gleich offen lassen. Das mache ich jetzt sofort. So, wenn man sich jetzt mal die Statistik hier anguckt. Ich wiederhole es auch gerne nochmal, weil ich muss zugeben, das Thema ist schon kompliziert. Ne? Also wer das schriftlich haben möchte, bivital.com, bivital.com. Ihr drückt auf Info und dann regenerative Bienenhaltung. Und in dem PDF ist eigentlich meine komplette Betriebsweise mit allen Details auch schriftlich drin. Da kann man das nochmal nachlesen. Ich bitte euch, das nochmal im Dezember, Januar nochmal zu downloaden. Da ist auch das Update drin, weil ich habe ja erwähnt vor 3 Videos hier auf der Kanal-Playlist, dass ich dieses Jahr nochmal ein Update gemacht habe zu meinem Thema Fangwaben und Brutwaben, und das Update hat super gut geklappt. Das heißt, dieses Update werde ich euch schriftlich in die regenerative Bienenhaltung noch reingeben, dass da auch nochmal ganz genau Verständnis aufkommt, wie man jetzt mit diesem doppelten Bannwabenverfahren auch innerhalb der Bienen arbeiten kann. Was ich hier jetzt nochmal zur Wiederholung halt sagen möchte, weil es wirklich wichtig ist, hier im Juli ging es das erste Mal los, ich habe die Königin genommen, auf 2 Fangwaben eingesperrt, 3 Wochen später die Königin in dem Gitter drin gelassen, die 2 Fangwaben gezogen, die übrigens nicht die erste Brutgeneration ist, aber beim ersten Mal, wenn ich die Fangwabe reinsetze, nehme ich entweder leere Drohnenwaben, weil die einfach der bessere Milbenfänger sind wie die Bienenbrut, oder aber auch, ich nehme verdeckelte Bienenbrut, weil damit kann ich sicherstellen, dass wir dann nicht 3 Wochen später einen Schnitt machen, wo wir die jungen Bienen direkt beim Schlüpfen dann abfangen. Nein, sondern es ist die 2. Generation, also sprich die erste Bienenwabe, die ich reinstecke, die schlüpft, dann brütet die Königin neu, alle Varroa gehen rein, und wenn die Verdeckelung abgeschlossen ist, bin ich schon so circa bei meinen 14 Tagen. Und dann kann ich die Brut komplett rausschneiden in einem Zwischenstadium und nicht in der Eierstadien und auch nicht in dem Bereich, wo die jungen Bienen dann schlüpfen. Sonst wäre es ja auch tatsächlich dann Tierquälerei. 3 Wochen später kommt dann die 2. Nummer. Das war dann hier. Ne? Also beim 2. Mal habe ich die Brutentnahme das erste Mal gemacht. Ich erinnere mich, hier bei dem Volk war es nur eine Wabe und die andere Wabe wurde nicht bebrütet, die habe ich drin gelassen. Dann habe ich dazu aber nochmal eine schwarze Wabe vom Brutnest reingehängt, also sprich die Königin hatte hinter ihrem Absperrgitter wieder 2 neue Fangwaben zum Belegen. 14 Tage später, das war dann hier der Tag, habe ich dann die Fangwaben rausgenommen, die Brutentnahme sozusagen gemacht und die Königin wieder freigelassen von ihrem Brut, also von ihrem Absperrgitter, und die Brutwaben wieder so sortiert, dass wir am Flugloch in der Mitte auf der anderen Seite die höchsten Waben haben, also die tiefsten Waben haben, sprich die Abstaffelung wieder so hingebaut. Vorher war die ganze Brutrichtung dem Absperrgitter
verschoben. Das habe ich künstlich machen müssen, damit die Brut immer kompakt bleibt. Sonst kann es euch passieren, dass ihr die Königin da hinten einklemmt und wieder Nachschaffungszellen machen, wenn die zu fern ab von ihrem restlichen Brutnest ist. Die Nachschaffungszellen sind ja nicht vorne bei der Königin, sondern irgendwo ganz da hinten. Auf den jüngsten Larven und Eiern, die werden da dazu eventuell genommen. Das kann man verhindern, wenn man es, wie gesagt, hinschiebt an die Königin ran. Aber dann muss man eben, wenn das Gitter rauskommt, auch wieder die ganzen Waben wieder so hinschieben, wie es die Biene haben möchte. Und das ist dieser natürliche Bogen. Und heute, also wieder 14 Tage später, habe ich ja lediglich noch eine Fangwabe rausgezogen. Das schreiben wir auch jetzt hier hin. Die Fangwabe war es, wo wir rausgenommen haben. Das Verhalten war gut, die Gesundheit war gut, die Entwicklung war top. Der Honigertrag war top, Propolis war minus. Wie immer scheint hier wirklich ein genetisches Manko zu sein bei dem Hybrid Grün 10, dass die Bienen von dieser Königin irgendwie nicht so Propolis-launig sind. Aber alles andere ist ja bombastisch und auch der Bautrieb. Da muss ich auch noch ein dickes Plus verpassen. Und bei der letzten Durchsicht habe ich tatsächlich glatt vergessen, den Plus zu machen im Bautrieb. Da haben sie nämlich auch schon angefangen, richtig gut zu bauen. Und das habe ich dann nach dem Video, wo ich es mir selber angeguckt habe, dann erkannt, ah Mist, da habe ich vergessen, einen Plus zu geben. So, und jetzt füttere ich dann nur noch meine Honigwaben rein, dass sie es noch ausschlecken können. Und dann machen wir nächste Woche nochmal die letzte Honigernte für dieses Jahr, für dieses Bienenvolk. Und danach wird es eingefüttert. Und in allen Fällen gucke ich hier in 14 Tagen wieder rein. Bis dato, macht's gut und schönen Tag euch. Ciao.